Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute wieder zu einem neuen Doppelpack. Und zwar, es gibt die Regelerklärung zu Project L und anschließend gibt es ein Let's Play mit drei Spielern. Wie immer gibt es hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Aufbau, Spielablauf. Und danach könnt ihr euch angucken, wie wir uns in unserer allerersten Runde geschlagen haben. Das ist ein Spiel für 1 bis 5 Spieler. Ich erkläre euch hier die 2-Spieler-Variante. Die Einspieler-Variante und das passende Let's Play dazu werde ich euch in einem späteren Video zeigen. Wollt ihr noch mehr Regelerklärungen und Let's Plays? Schaut einfach mal oben in die Infobox. Und verlieren wir keine Zeit, auf geht's! Kurze Übersicht und Ziel des Spiels. Es ist ein Puzzlespiel, hier sind die Puzzle, hier sind die unterschiedlichen Puzzleteile. Wer das am besten macht, bekommt Siegpunkte durch fertige Puzzleteile. Wer am Spielende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. Kommen wir jetzt zum Spielaufbau. Wir nehmen alle weißen Puzzleteile und mischen sie. Anschließend decken wir 4 Stück auf. Die schwarzen werden gemischt. Im 2-Spieler spielen wir mit 12, im 3-Spieler mit 14, zu viert mit 16 und zu fünft mit den 20. Die übrigen, die wir nicht brauchen, kommen wieder in die Schachtel zurück. Auch hier decken wir 4 Stück auf. Dann bereiten wir die Puzzleteile vor, sodass jeder auch drankommt. Dann nimmt sich jeder ein Spielertableau. Eins ist mit einem Startmarker versehen. Der wird dann selbstverständlich Startspieler. Dann bekommt jeder zum Start noch ein Level 1 Teil und ein Level 2 Teil. Das war der Spielaufbau. Kommen wir jetzt zur allgemeinen Erklärung. Spielertableau. Hier packen wir alle freien Steine hin. Level 1 Teile, Level 2 Teile, Level 3, Level 4, Level 5 habe ich nicht. Die gibt es als Erweiterung oder in der Deluxe Edition. Hier verwende ich die normale Edition. Und hier sehen wir die möglichen Optionen, die wir machen können. Hier ist der Bereich für die fertigen Puzzleteile und wir haben 1, 2, 3, 4 Puzzle-Slots. Denn wir können nur maximal 4 Puzzle gleichzeitig bearbeiten. Dann schauen wir uns ein Puzzleteil an. Hier sind die Siegpunkte, wenn man das Puzzle geschafft hat. Hier sieht man das Teil, was man als Belohnung bekommt, wenn man das Puzzleteil geschafft hat. Und hier ist die zu puzzelnde Fläche. Wenn du das Puzzle fertig hast, kommen alle Puzzleteile wieder in deinen Vorrat. Aber dazu später mehr. Der Spielablauf. Wir beginnen beim Startspieler und danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. In deinem Spielzug kannst du 3 Aktionen durchführen. Selbstverständlich kannst du auch 3 gleiche Aktionen durchführen. Sie müssen nicht unterschiedlich sein. Kommen wir jetzt zur kurzen Übersicht der Aktionsmöglichkeiten. Aktionsmöglichkeit 1, nimm dir ein Puzzle. Aktionsmöglichkeit 2, nimm dir ein Teil von Level 1, also eins hiervon. Aktionsmöglichkeit 3, werte ein Teil auf, sprich von Level 1 auf Level 2 oder von 2 auf Level 3. Das kann man hier gut erkennen. Möglichkeit 4, lege ein Teil auf dein Puzzle. Möglichkeit 5, die Master-Aktion. Lege auf jedes Teil, was du hast, ein Puzzleteil. Kommen wir jetzt zur detaillierten Beschreibung der einzelnen Aktionen. Aktionsmöglichkeit 1, nimm dir ein Puzzleteil. Da kannst du entweder aus der weißen Reihe eins nehmen oder aus der schwarzen Reihe. Ein Beispiel, ich nehme ein Puzzleteil, packe es hierhin zu Puzzle 1. Danach wird es sofort aufgefüllt. Und jetzt habe ich eine Aktion verbraucht, habe noch 2 über. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt noch eins nehmen und hier anlegen und es würde sofort wieder aufgedeckt werden. Jetzt hätte ich noch eine Aktion über. Die könnte ich jetzt für was anderes verwenden oder noch ein Teil nehmen. Kommen wir jetzt zur Aktionsmöglichkeit 2. Du nimmst dir ein Teil von Level 1, also legst du es hier hin. Jetzt wären zum Beispiel deine 3 Aktionen verbraucht. Aktion 1, Aktion 2, Aktion 3. Aber wir zählen jetzt aktuell die Aktionen nicht, denn ich bin ja am Erklären. Und ganz wichtig, der Startspieler würde anfangen, aber ich erkläre euch das mit Hilfe von diesem Spiel. Kommen wir jetzt zur dritten Aktionsmöglichkeit. Werte einen Teil aus deinem Vorrat auf. Du kannst zum Beispiel ein Level 1 abgeben und dir dafür ein Level 2 nehmen. Solltest du ein Level 1 abgeben, und es sind keine Level 2er mehr da, darfst du auch die nächsthöheren nehmen. Sprich,
entweder blau oder orange, sprich Level 3. Oder es ist auch möglich, du gibst aus deinem Vorrat einen blauen ab und tauschst den im gleichen Level gegen eine andere Form. Also aufwerten von 1 auf 2 oder von 2 auf 3, von 3 auf 4. Wenn das Teil nicht mehr vorhanden ist, was du haben möchtest, darfst du 1 überspringen. Oder du kannst auch im gleichen Level tauschen, zum Beispiel das Viereck gegen den Langen. Und was selbstverständlich auch möglich ist, dass du niedriger tauscht. Also es ist kein Problem, den hier abzugeben und dafür zum Beispiel ein Level 3er zu nehmen. Kommen wir zur Aktionsnummer 4. Lege ein Teil auf dein Puzzle. Zum Beispiel so. Wichtig, was einmal liegt, liegt. Ich darf es nicht verschieben, tauschen oder zurücknehmen. Das war jetzt eine Aktion. Meine zweite Aktion wäre das. Jetzt ist das Puzzle vollendet. Jetzt kommen beide Teile in meinen Vorrat zurück. Fertige Puzzle kommen hier auf die Seite. Hier gibt es leider keinen Siegpunkt, weil es zu einfach ist. Aber als Belohnung bekomme ich einen Blau in den allgemeinen Vorrat. Das waren zwei Aktionen. Jetzt habe ich immer noch eine Aktion. Ich könnte wieder was tauschen, was nehmen oder ein Puzzle teilnehmen. Aber in diesem Fall packe ich den Grün hier rein, habe es wieder vollendet, bekomme den Grünen. Das Teil kommt hier hin. Leider auch kein Siegpunkt. Und als Belohnung bekomme ich noch ein Grün in meinen Vorrat. Habe ich meine drei Aktionen durch, ist der nächste Spieler dran. Ist er fertig, bin ich wieder dran und so geht es immer weiter. Jetzt bin ich zum Beispiel wieder dran. Kurzes Beispiel. Erste Aktion. Jetzt ist wieder der nächste Spieler dran und ich bin dran. Kommen wir jetzt zur fünften und letzten Aktionsmöglichkeit, die Master-Aktion. Jetzt werden einige denken, ich habe doch noch zwei andere Aktionsmöglichkeiten. Ja, das ist richtig. Die gibt es als Einzelerweiterung oder in der Deluxe-Edition. Aber hier erkläre ich euch ja rein das Grundspiel. Aber kommen wir jetzt zur Master-Aktion. Man bezahlt eine Aktion und darf auf jedes Puzzle, was man vor sich liegen hat, genau ein Teil packen. Diese Aktion darf man aber nur einmal pro Runde spielen. Also, ich bezahle eine Aktion, lege das Ding hier drauf, das andere lege ich hier hin und das lege ich hier. Dann habe ich das hier beendet, kommt zurück, ich bekomme wieder die Belohnung und das fertige Teil kommt hier auf meinen Erfolgreichstapel. Jetzt habe ich einen Siegpunkt verdient. Jetzt habe ich ja noch zwei Aktionsmöglichkeiten. Ich kann wieder ein Teil nehmen, was tauschen oder ein Level 1 nehmen oder normal ein Teil einzeln anlegen. Zweite Aktion, lege ich drauf, habe ich wieder vollendet, kommt weg, auf den Stapel und als Belohnung bekomme ich das Teil. Jetzt habe ich ja noch eine Aktion über, da habe ich wieder die freie Auswahl und ich entscheide mich für ein Teil legen. Habe ich auch vollendet. Zurück, zurück. Ein Siegpunkt und wieder ein Geschenk. Ihr seht, ich habe schon eine schöne Auswahl an Teilen. Und jetzt langsam könnte ich mich auch an die schwarzen ranmachen. Die sind nämlich etwas größer. Geben dafür aber auch bessere Belohnung bzw. Siegpunkt. Das waren die fünf Aktionsmöglichkeiten. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Puzzle vollenden. Ein Puzzle ist vollendet, wenn die weißen Flächen komplett bedeckt sind. Danach nimmt man das Teil zurück. Das Ding kommt auf den Ablagestapel. Man bekommt Siegpunkte, wenn vorhanden, und das Bonusteil geschenkt. Kommen wir jetzt zum Spielende. Das Spielende wird ausgelöst, sobald dieser Stapel aufgebraucht ist. Die übrigen bleiben hier noch liegen. Die Runde wird dann noch vollendet, sodass jeder gleich oft dran war. Anschließend wird noch eine finale Runde gespielt. So, jetzt kommt die Erklärung für die finale Runde. Da gibt es noch Abschlussaktionen. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, durch Aktionen die vor dir liegenden Puzzleteile abzuschließen, die du während des Spiels nicht vollendet hast. Sprich, du hast jetzt die letzte Chance, deine Puzzle zu beenden. Für jedes Puzzleteil, was du aus deinem Vorrat auf deine Puzzle legst, verlierst du am Spielende einen Siegpunkt. Ein Beispiel. Ich lege dieses Puzzleteil hier hin. Das kostet mich einen Siegpunkt.
Aber ich bekomme ja 3 Siegpunkte, weil ich das Ding noch vollendet habe. Also merke ich mir einen Abzieher. Jetzt schließe ich dieses Puzzle ab, bezahle dafür auch einen Siegpunkt, bekomme ja aber am Spielende 4 Siegpunkte. Lohnt sich also. Ich könnte jetzt noch hier einen Siegpunkt für ausgeben, aber das mache ich nicht, denn dieses Puzzle bringt mir keinen Siegpunkt. Das würde mir eher nur schaden. So, ich habe jetzt 2 Aktionen durchgeführt, hier ein Puzzleteil eingesetzt und hier. Das hat mich 2 Siegpunkte gekostet, aber ich habe ja insgesamt 7 Siegpunkte bekommen, also alles gut. Jetzt wird einfach nur gezählt. 4, 7, nix, 8, nix, nix, 8 Siegpunkte, 2 muss ich abziehen, also 6 Siegpunkte. Hat jemand mehr, hat der andere gewonnen. Sonst ich. Die Endwertung. Alle Puzzleteile werden addiert, so wie ich euch das gerade gezeigt habe. Und für die Abschlussaktion werden dann noch Siegpunkte abgezogen. Sollte es einen Gleichstand geben, zählt ihr alle abgeschlossenen Puzzle und wer da am meisten hat, gewinnt. So, das war die Regelerklärung von Project L. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Jetzt kommen wir gleich zum Let's Play. Wir spielen es zu dritt. Und zwar das erste Mal. Also bei Fehlern verzeiht sie uns bitte. Und wie immer, schaut gerne auch meine anderen Regelerklärungen oder Let's Plays an. Aber jetzt auf geht's mit dem Let's Play. Kommen wir jetzt zu einer Partie Project L oder Projekt L. Wir sind zu dritt, spielen es das erste Mal. Auf die Plätze, Puzzle los. Ich beginne. Gut, also 3 Aktionsmöglichkeiten hat man. Aktionsmöglichkeit 1, Aktionsmöglichkeit 2, Aktionsmöglichkeit 3. Am Ende meiner Runde kommt alles hier hin. Das ist kein Siegpunkt, packe ich also beiseite. Ich bekomme aber so ein Dreieck-Ding. Und ich schätze mal, das wird direkt wieder aufgefüllt. Melanie, du bist dran. Wie gesagt, die werden direkt wieder aufgefüllt und du könntest auch in deiner Runde ja bis zu 3 von denen nehmen. Ne? Und was ist, wenn ich jetzt so ein Puzzle gar nicht erledigen kann? Das Puzzle bleibt so lange liegen, bis du es erledigen kannst. Du darfst nicht vergessen, du kannst ja auch dir immer einen kleinen nehmen. Als Joker? Ja, das mache ich doch. Nicht als Joker, sondern einfach später. Dann bist du fertig. In der nächsten Runde nimmst du dir so einen kleinen und platzierst ihn. Dafür hast du aber halt einen Siegpunkt. Den. Ein Siegpunkt und wieder so ein. Melanie ist dran. Das bleibt liegen, oder? Achso, ein Siegpunkt. Genau. Mal auffüllen, genau.
Nee, Quatsch. Ich nehme hier einen Teil hier als Joker. Ich habe das erfüllt. Ein Siegpunkt. Kriege das. Okay. Und ich glaube, eine schöne Mischung von den Steinen zu haben, ist auch wichtig. Dass du halt von jedem irgendwas hast. Mhm. Eins, zwei, drei. Melanie. Ach ja, ich habe euch ja von dieser Master-Aktion durchgelesen. Du kannst diese Master-Aktion nicht dreimal in deinem Zug einsetzen. Zum Beispiel, du hast hier 4 liegen, 12 Teile, einmal, zweimal, dreimal. Die darfst du nur einmal pro Zug einsetzen. Ich merke gerade, hätte ich das jetzt hier so machen können? Irgendwie hast du doch eben auch nur 1-2 Schritte gemacht, oder? Ja, ja, du hast nur 3 Aktionen. Ja, dann bist du jetzt... Und ich krieg das Teil doch noch nicht. Gut. 1. Blau. Das sieht schon interessant aus, aber ist schon schwer. Eins. Und Melanie. Das war eine Aktion, richtig? Mhm. Du hast ja noch 2. Also kann ich mir jetzt schon ein neues Puzzle sonst nehmen? Du darfst ja auch schon 2 neue Puzzle nehmen. Hier. Du darfst insgesamt 4 offene Puzzle haben. Das war jetzt die wievielte Aktion? Das Puzzle zu nehmen war eine Aktion und das Zerlegen ist die dritte. Genau. Das sieht doch mal nach einer netten Herausforderung aus. Und das nehme ich auch. Dann mache ich mal diese Master-Aktion. Das bedeutet, ich lege hier einen hin. Und ich lege hier einen hin. Der ist direkt weg. Und der kommt hier. Mhm. Ach, sorry. Da kann ich jetzt den reinlegen und mir dann noch so einen gelben nehmen als Aktion? Ja. Ja, ne? Ja. Aktion 1, Aktion 2, Aktion 3. Und Christian ist dran.
Und was war jetzt die dritte? Die nehmen ist eine. Und dann ihn platzieren ist die dritte. Ja, ja, ja. Wichtig, ihr könnt auch jederzeit die aufwerten, wenn ihr wollt. Von 1 auf 2, von 2 auf 3. Das ist eine Aktion, eine jetzt, ne? Mhm. So, was habe ich denn hier für tolle Teilchen? So, das passt da noch nicht hin. Aber, ich nehme mal das hier, die zweite Aktion. Und ich hau mal einen raus. Sehr gut. Eins. Dann benutze ich wieder die Master-Aktion. Sprich, ich platziere zwei. Stimmt, hier, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, die werden erst am Rundenende abgebaut, oder? Ein Puzzle ist vollständig, wenn der leere Bereich komplett aufgefüllt ist. Nach der Aktion, in der du das Puzzle gelöst hast, nimm dir alle Teile und lege sie in deinen Vorrat. Okay, also geht das so. Das war jetzt hier Aktion 1, Aktion 2. Und jetzt kommt meine dritte Aktion. Du merkst, wenn du diese Master-Aktion machst, dann kannst du schon was reißen. Das waren jetzt schon zwei. Ja. Drei. Wenn du Master machst, kannst du bei dem anderen ja auch schon einen platzieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Christian? Ich habe das mit diesem Master nicht verstanden. Was hat das mit diesem Master auf sich? Du darfst in jedes Puzzle, was da ist, einen platzieren. Sprich, wenn du es machst, platzierst du hier eins. Und hier eins. Ja, das bringt mir nicht. Ja. Weil das Ding halt groß ist. Ja, ja. Und ich platziere jetzt drei. Dann platziere eben drei Stück da. Dann ist das erledigt, kriege einen Siegpunkt und dann versuche ich mich daran mal. Ja. Aber wie gesagt, mit der Master-Aktion sparst du halt immer eine Aktion, ne? Mhm. Gut, ich kriege einen Siegpunkt. Und den Marker. Gut. Eins. Zwei. Drei. Was eigentlich, wenn wir keine gelben, weißen mehr haben? Pech wahrscheinlich, ja? Ach ja, wenn das Spiel beendet wird, gibt es dann noch eine Runde zusätzlich. Also so wie bei Zug um Zug. Mhm. Und wann ist es zu Ende? Wenn der Schwarze alle ist? Was? Ich glaube, das geht nachher aber recht schnell.
Du bist fertig, Melanie? Mhm. Gut. Du hast eindeutig noch zu wenig für deinen Schwarzen. Warum? Ich könnte ihn aber füllen. Ja, aber das würde 6 Aktionen dauern wahrscheinlich. Also nehme ich mir lieber wieder neue Ziele, also neue Puzzlekarten. Gut, eine Aktion. Zum Beispiel, wenn du die nimmst, die kriegst du mit einer Aktion voll. Und kriegst dann sofort wieder was Neues. So, jetzt könntest du diese Master-Aktion einsetzen. Gelegt ist gelegt? Gelegt ist gelegt. Ja, keine Ahnung. Ja, doch, so geht das. Hier noch ein. Ach so. So. Jetzt kriegst du den Stein ja gleich wieder. Jetzt. Und kriegst dafür noch einen grün. Siehst du, du hast im Grunde den hier einfach so abgefrühstückt. Mhm. Okay, dann setze ich wieder die Master-Aktion ein. 1, 2, 3. Also eine Aktion, zweite Aktion. Und dritte Aktion. 2 Puzzle in einer Runde erledigt. Melanie. Wenn du zum Beispiel den und den nimmst, mhm, und dann eine Master-Aktion machst, dann die beiden schon. Alle drei machst du dann fertig. Genau, das mache ich auch. Ja, nochmal so als. Genau, jetzt mache ich eine Master-Aktion. Zack. Ja. Der ist nix. Grün. Blau. Und den dicken. Und den, und das Viereck. Und der Christian ist dran. Deshalb, hier würde ich es auch wieder machen, Christian. Den nehmen. Ja. Jetzt Master. Nein, überall ein. Mhm. Den blauen kriegst du ja gleich wieder. Mhm. Jetzt kriegst du den blauen. Und hast immer noch eine Aktion. Gut. Ich nehme mir das Ding. Master 1 und eine. Gibst du mir einen rosanen? Zwei genommen. Jo. Haben wir noch Erdnuss? Das
Es würde mir doch nur was nützen, wenn ich das, wenn ich eine Karte mit einem Stein vorbringen würde. Ansonsten würde ich jetzt einfach hier und hier auffüllen. Wahrscheinlich, ja. Was machst du, Master? Ja. Aktion 1. Die kann ich doch jetzt auch noch hier anbauen, ne? Klar. Sechs Siegpunkte. Eins. Zwei. Master. Eins. Zwei. Drei. Und Melanie ist dran. Zwei Hells. Hast du nicht noch eine Aktion, Melanie? Nee, ich habe schon. Ach so. Ach, du hattest zwei genommen? Du hattest doch einen genommen. Ich hatte einen genommen. Aber ich habe sogar einen zu viel gemacht, oder? Nein, nein. Ich habe einen genommen und dann habe ich überall einen. Das war die Master-Aktion. Eingetan, ja. Ach so, die Master-Aktion ist nicht, die zählt nicht zur. Doch, das ist aber nur ein. Eine Aktion. Du hast ja insgesamt drei Stück. Einen nehmen, eine Master-Aktion, achso, dann habe ich noch einen. Dann kann ich jetzt noch einen reinfahren. Ja. So. Christian hat den schwarzen. Du bist dran, Christian. Eine Aktion, zweite Aktion. Master-Aktion, oder? Ja. Ich tausche den gegen ein rotes Viereck und tausche den gegen einen lila Langen. Und schnapp mir das Ding. Der Dreier ist noch angenehm. Ja. Eine Aktion hast du ja noch. Ach so. Du darfst auch jederzeit, die werden aufgedeckt, also könntest du auch den wieder nehmen. Dann ist Christian dran. Eine Master-Aktion, ja.
So, das war jetzt der Master und jetzt kann ich auch noch weiter haben. Du hast noch zwei normale Aktionen. Schade, hättest du jetzt mein L. Ja. Hast immer noch eine Aktion, Christian. Eins. Masteraktion. Also eins, Masteraktion. So, wer denn du bist? Für mich ein S bitte. Wenn der Nachziehstapel, wenn Christian gleich zwei ziehen sollte, was ich nicht tun werde, dann endet aber bald das Spiel. Jetzt geht das auf einmal doch so schnell. Ja, das sah eben gar nicht so. Ach so, der ist ja fertig. Ne? Mhm. Hast du deinen bereit? Ja. Christian? Ja, ich bin wieder Master. Wie oft darf ich jetzt noch Sachen da hinlegen? Ich habe schon zweimal gelegt. Was hast du gemacht? Einmal Master. Ja, auf jedes Puzzle einen Stein gelegt. Das ist eine Aktion. Gut. Kann ich da jetzt noch mehr Steine hinlegen? Du hast drei Aktionen, Christian. Gut. Aktion 2. Aktion 3. Aktion 3. Okay. Das Spielende wird ausgelöst, wenn der Stapel mit dem Schwarzen aufgebraucht ist. Das Spiel wird noch bis zum Startspieler, sprich bis zu mir, gespielt, sodass jeder Spieler die gleiche Anzahl an Zügen durchgeführt hat. Anschließend wird eine weitere Runde nochmal gespielt. Wenn ich das Spiel jetzt beende, ist jeder von euch noch zweimal dran. Jetzt habe ich noch zwei Aktionen. Eine Aktion. Zweite Aktion. So. So. Christian. So, Master. Na, ja, doch, gelegt ist gelegt, ne? Nein, mach doch. Viel kleinen Viehmister. Ja. So, 1, 2, 3, Master. Gut, die kriegst du wieder. So.
Jetzt bin ich dran. Ich gebe einen Minuspunkt aus. 1. Gebe wieder einen Minuspunkt aus. 1. Ein Minuspunkt und noch ein Minuspunkt. Hier gebe ich zwar 2 Minuspunkte aus, kriege aber ja 3 Siegpunkte. Mhm. Also 4 Minuspunkte werden mir nachher abgezogen. Gut. Lohnt es sich bei dir? Kannst also du? Pro Teil ist dann ein Minuspunkt. Ja. Würde sich ja noch lohnen. Würde ich auch noch einen, ja, einen übrig haben. Ne? Gut. 1, 2, 3. Ja, dann habe ich 3 Minuspunkte. Gut. Muss man das noch nehmen, ne? Nein. Gut, ich packe jetzt alles hier noch rauf, oder wie? Pack mal drauf. Ja. So. Ein Minuspunkt. Mhm. Die kriegst du aber nicht zurück. Und schaffst du den mit 3 Steinen zu füllen? Ja. Ja. Also ist für dich auch 3 Minuspunkte. Mhm. 4 Minuspunkte. Wie viel hatte ich? Auch 4. Ja. Dann packe ich die 2 weg. Ich hab 3. Christian, du hattest 4 Minuspunkte. Mhm. Gut. Jetzt zählt jeder. Scheiße, ey. 24. Du hast viele kleine. 16. Ne? Echt? Oh. Ich hatte super viele Steine. Mhm. Aber bin zu spät auf Schwarze gegangen. Ja. Hier, wenn du mal guckst. Christian, halt mal deinen Block daneben. Ah, guck mal, gleich viel erledigt. Wir haben alle gleich viel erledigt. Nur Christian ist schnell auf die Schweren gegangen. Also, wie viel hattest du? 24. 22. 16. Gut, herzlichen Glückwunsch, Melanie. Danke. Schon wieder. So, das war das Let's Play. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, schaut oben gerne in die Infobox. In diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.